Natürlich kann ich auch Bruchterme kürzen. Da werden einfach Zähler und Nenner durch denselben Wert dividiert, ohne dass sich der Wert des Bruches ändert. Zum Beispiel 4x durch 8y. Wenn ich das jetzt kürzen tue, dann sehe ich sofort da, 4 und 8 kann ich ja durch 4 kürzen. Dann steht da mal 1, dann steht da mal 2 und dann haben wir x durch 2y. Gar nichts Neues. Jetzt könnte sein, dass da steht 4x durch 5x. Auch das kann man kürzen, nämlich durch x. X geht in x einmal, x geht in x einmal, dann bleibt da 4 Fünftel. Es kann aber auch sein, dass dort steht, was weiß ich, 15 x y z Quadrat durch 20 x Quadrat y hoch 3 z. Ganz auf die langsame Art und Weise schaut das jetzt so aus. 15 mal x mal y mal z mal z. Weil z mal z ist z Quadrat. 20 mal x mal x mal y mal y mal y mal z. Und dieses mal 1, das lasse ich jetzt einfach weg, weil ich sehe schon x. Und x kann ich durch x kürzen. Y und y kann ich durch y kürzen. Z und z kann ich durch z kürzen. Und da brauche ich nachher nur mal schauen, was bleibt mir da übrig. Und die Zahlen, das machen wir so wie gewohnt. Weil 15 und 20 kann ich durch 5 kürzen. Dann habe ich da mal 3. Dann habe ich da mal 4. Und das, was mir jetzt da übrig bleibt, das ist also 3. Und von all diesen Dingen ist nur mehr z da. 4. Da haben wir noch x. Y zum Quadrat. Das war's. Man schaut sich das dann später natürlich mit den Hochzahlen an. Und da sehe ich schon, da x Quadrat. Streichen wir das Quadrat weg. Da y hoch 3 wird aus dem 3er 2er. Sehen wir da. Z, oben z Quadrat, bleibt oben das z übrig. Das werden wir ein bisschen üben. Ich kann natürlich auch, wenn da steht 5a minus 5x durch a Quadrat minus ax. Da kann ich jetzt das anwenden, was wir in den letzten Male gelernt haben. Ich sehe, da ist der 5er gemeinsam. Ich sehe, da ist das a gemeinsam. Dann tun wir es halt herausheben. 5 mal a minus x. Da ist das a gemeinsam. A mal, übrig bleiben tut a minus x. Und jetzt kann ich durchaus durch einen Klammerausdruck dividieren, also kürzen. Ich kürze also durch a minus x. A minus x geht in a minus x einmal. Zack und weg ist es. 5 Atel. Sagt man nicht. 5 durch a.